müssen. Naja, jetzt ist alles aufgefüllt. Und weg damit. Ich raub euch gleich aus. Hm, Hallöchen. Ah, du bist müde. Boah, das ist aber mau hier. Na gut, ja. Nein. Da könnte eine Mini-Medaille drin sein. Also wieder rein. Und die Ahne ist auch noch. Fährt ein königliches Jagdrevier. Zeige ich mal, wie ich jage. Ah. Erst habe ich wieder mein Tigerchen holen. Okay. Hallo. Oh, nicht so Katz und Maus spiel bitte nicht. Also machen wir erstmal eine Schutzaugen rein. 20 Minuten noch. Warte mal, wir gehen mal so rum. Hackzilla und Mördermotten. Das ist ganz gut. Dann können wir das einsetzen, okay. Dann nehmen wir ein paar Sensen da drauf. Ein Wumm. Und eine Mega. Ich wollte Schwupp auswählen. Das ist das Problem, wenn ich nicht voll achte. Das kann mir noch beim Endboss richtig hart werden. Eine Mega-Stärkung ist nicht schlecht. Sieht man, dass es eigentlich ganz gut aus hat und die Monster sind etwas schwach, aber ja. Auf sowas sollte ich mich nicht beruhen. Ja, da haben wir schon, dass der wieder richtig viel austeilt. Das heißt, ich werde erst um den kümmern hier. Eine Windsichel. Bitte mal, das hier nochmal. Vielleicht kriegen wir den Down. Und wir haben Down gekriegt. Jawohl. Super. Das heißt, ich werde bestimmt den König antreffen, weil die Echse soll ja von denen gejagt werden. Oder die wollen die Echse jagen und ich jag's jetzt auch. Oh, wir gehen mal hier kurz hier rüber. Na, schaffen wir mit Talent. Mördermotten. Da brauche ich glaube ich nicht viel benutzen hier. Und das. Kann alles auswählen hier. Werden getötet, okay. Das sind Versuchs auf jeden Fall wert. Brutzel, bam. Zack. Und der letzte geht down. Hoffentlich. Jawohl. Eventuell hat es damit was zu tun. Wie kann eigentlich das Pferd darüber gehen? Hm, komisch. Man hört ja dieses Wiehern vom Pferd im Hintergrund immer. Wo ist denn diese blöde Echse hin? Ist sie da oben? Ah, Feuerchimäre. Wie man das neue Team aus. Mit unserem Fettblub. Weil der hat ja viel Leben. Viel, viel Leben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Kritschlag. 44. Okay.
Okay. Pup. Tot. Ja, sollte machbar sein. Einsicht. Ja. Okay. Sind zu einzeln machbar. So, wo führt uns das Viech denn hin? Frage ist, ist es da hinten rein oder hier? Na, ja, die Aura funktioniert nicht mehr, die ist auch hier nicht notwendig, richtig. Ah, da ist ein Höhlending. Orkkönige. Da würde ich nicht so drahtbaren, dass die schwach sind. Bumm. Und hier machen wir jetzt richtig Schwupp. Papadam. Ah, der ist die Abwehr fast gleich. Wow. Da reichen immer Angriffe. 39. Naja, kommt man so gerade mit aus. Lässt Schatzdurf fallen, befindet sich magische Tierhaut. Nice. Hier kann man magische Tierhaut farmen. Das ist schon gut zu wissen. So. Und noch hier und dann haben wir es wieder. Weil der hat auch extrem viel Mana. Für die Sache eigentlich. Schöner Mehrblick. Auf jeden Fall für so ein Spiel noch astreine Leistung für die Sache. Hier scheint es auch das Tier nachher reinzulocken zu müssen. Komm mal so. Groß kostet das 3 Punkte und das kostet 0, 0, 0. Das ist schon mal gut. Oder machen wir vielleicht gehen. Und hier machen wir nochmal Angriff. Obwohl ich den hätte auch benutzt. Ja. Das gewusst. Wir werden jetzt alle wieder wach. Ja. Scheint entweder eine Kombo zu sein oder Glück gewesen zu sein. Ne? Jenke 27, jawoll. Gleich neue 5 Punkte. Bleiben wir nicht aus hier. Ich hab nur einen berühmten Schnitter, verbesserte Stehl, Edelstehlsichel, okay. Klingt auf jeden Fall gut. Warte mal, ist das jetzt ein Move, halt, Edelstehlsichel. Okay. Eine Chance kriegt zu erhöhen, okay. Ja, ja. Was hat der in Abwehr? 144, 134 sind fast gut auf außer er. Oh, fertig. Stunde der Wahrheit. Heiliges Talisman. Und das Ding müssen wir mit dem Templerschwert kombinieren. Flumus. Oh, 5:30 morgens. Wo ist das Ding jetzt hier? Hier. Start. Mauer bitte. Danke sehr. Muss ich jetzt hier drum kämpfen, die Echse zu finden, oder was? Na, das ist ein guter Freund. Aber so. Edelstiel sicher bei dem auf jeden Fall mal ausprobieren. War ich aber Glück damit. So.
das abzuwägen, kriege ich vielleicht sie beide down damit. Ah, guck mal. Sind du hier jetzt nicht für den gelohnt? Ah, down, shit. Lässt aber... Die Motte lässt was fallen? Eine Klumpen Lapppulver. Pulver, Pulver, Pulver. Ah, jo. Ah, ich hab die Käse nicht geguckt. Das heißt, ich kann erstmal Käse machen und gucken, dass ich vielleicht noch einen anderen Käse herstelle. Okay, hier ist es auf jeden Fall nicht. Genau, der. Komm, Team. Bei den beiden weiß ich nicht, wie stark die wirklich sind. Axilla ist auf jeden Fall ganz, ganz kräftig dabei. Ja, wegen der Flinkheit. Ah, down. Okay, die sind nicht stark. Hat aber eine doppelte Angriff immer. Miau. Da steckt aber doch viel ein. Für diesen, sag mal, Luli-Angriff. Na ja, gut. Hexe. Wie machen wir es jetzt mit dir? Oder wie kriege ich dich jetzt zustande? Oh, erstmal die hier. Würde ich mal da ausprobieren. Bei dem das. Flächen gehen. Und hier, ich will es ausprobieren. Es kann nicht sein, dass das nicht funktioniert. Mal. Nein. Da wird irgendwann ein Crit bestimmt noch kommen. Oh, die hat eine gute Verteidigung.